Und da sind wir wieder zurück bei Crash Bandicoot und starten gleich durch ins nächste Level Rolling Stones, wobei mir das doch durchaus bekannt vorkommt. Vom Namen her dachte ich, aber anscheinend doch nicht so sehr, weil nämlich Rolling Stones hat nichts damit zu tun, dass wir vor den Steinen weglaufen. Sondern, dass wir wahrscheinlich hier genau diese rollenden Steine nämlich haben, die von rechts nach links immer rollen. Holen wir uns erstmal unsere Äpfel wieder zurück und dann gucken wir mal, dass wir hier das bisschen getimed bekommen. Hier, ich will nicht, dass hier jemand auf mir rumhackt. Das ist nicht sehr nett. So, Jackpoint haben wir auch. Schildkröte ist Geschichte und auch wir sind Geschichte. Machen wir das nochmal richtig. Hat er uns jetzt gerade hier die Kisten kaputt gemacht? Dann gehen wir mal kurz weg und warten, bis es explodiert ist. Aber wahrscheinlich gehen wir dann... Ja, da gehen uns alle Kisten kaputt. Das heißt, wir wissen zumindest schon mal, wo wir hier noch uns verbessern können in dem Level. Und ab geht's. Mit der wilden Fahrt. Die Maske haben wir, da können wir das Bonus-Level auf jeden Fall schon mal machen. Nur um dann wirklich an alle Kisten ranzukommen, da müssen wir dann wohl nochmal spielen. Oh, jetzt hat er uns leider unseren Wumpa kaputt gemacht. Und ab dafür. Komm schon, alle weg. Bonus-Level hätten wir schon mal. Dann spielen wir das wenigstens erstmal durch und danach müssen wir halt wegen den Kisten nochmal gucken. Das war natürlich jetzt besonders clever von mir. Und jetzt schnell am Stück, hätte ich fast gesagt. Kommen wir natürlich nicht mehr hoch, ne? Okay, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Bonus-Level again. Da müssen wir schneller springen, dass wir auf jeden Fall oben auf den Kisten landen. Und hier nicht wieder unten im Dreck liegen. So. Äpfel haben wir vergessen. Ein Leben kriegen wir noch dazu. Da haben wir noch die ganzen Äpfel hier eingesammelt. Alle Kisten, 68 Äpfel und die Lady wird wieder entführt. Vom verrückten Professor. Wie gesagt, wir müssen sowieso noch einmal dann durch. Das war nix. Wenn wir jetzt dann gleich am Ende sind, dann wissen wir nämlich ja, dass wir mit diesen Kisten höllisch aufpassen müssen. Zwei von drei. Da war bestimmt in irgendeiner von den anderen Kisten noch was drin versteckt. Uns fehlen sage und schreibe 23 Kisten. Verrückt. Ich würde sagen, wir starten direkt nochmal neu. Oh, das tut weh. Au, 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 au. Oh, der arme Bandicoot. Liegt er komplett unten mit Rückenschmerzen auf dem Boden. Der arme Kerl. Also, zurück auf die Wumpa-Inseln und das Ganze eben nochmal. Machen wir jetzt aber nicht auf Zeit, sondern einfach ganz klassisch. Und versuchen einfach nochmal unsere Kisten alle zu bekommen. Äpfel haben wir alle. Zeit lassen wir liegen. Unser Mädel haben wir. Unseren Uga Uga haben wir auch. Und jetzt gehen wir hier erstmal wieder hoch, holen uns die ganzen Äpfel. Und der nächste Jump. Oh, das wäre fast schief gegangen. Habt ihr das gesehen? Das wäre fast schief gegangen gerade. Hatten wir ein paar Äpfel und Kisten geholt. Und sein Checkpoint. Und den haben wir auch gebraucht, den Checkpoint. Legen die Schuhe noch einmal stumpf in die Luft. So, nochmal rüber.
Ah, wartet mal. Das war, glaube ich, kann wir hier nochmal das Spiel nochmal neu starten? Wir beenden mal das Level und starten direkt nochmal neu. Weil dadurch, dass ich jetzt dieses blöde Vieh weggeschleudert habe, habe ich mir ja wieder Kisten kaputt gemacht, die ich sonst hätte einsammeln können. Wenn das jetzt nichts wird, dann würde ich sagen, starten wir einfach nochmal ins nächste Level. Die Zeitgames, die kann man eigentlich so auch mal noch irgendwann machen. Also wir müssen bei denen auf jeden Fall, denen müssen wir auf die Mütze springen. Die dürfen wir nicht kaputt machen, also die dürfen wir nicht wegwirbeln. Weil wir sonst eben nicht durchkommen. So, du kriegst einmal eins auf die Mütze. Äpfel nehmen wir so mit. Und auch die Schildkröte kriegt eins auf die Mütze. Checkpoint. Ah, da können wir auch theoretisch mit der springen. Vielleicht kommen wir so noch an irgendwelche Kisten, aber da müssen wir wissen, wo sie sind, ne? So, und da müssen wir jetzt versuchen, einmal auf die Mütze, einmal auf die Mütze und dann, warte mal, da wirbeln wir. So, wenn wir jetzt hochspringen. Super, das hat funktioniert. Und bei den Kisten müssen wir jetzt höllisch aufpassen, dass wir ja keine falsche erwischen. Wünscht mir Glück, ihr Leute. Oh, das war knapp. Und jetzt gerade noch einmal hier an die Seite. Zack, neue Kiste. Und da hätten wir zumindest den Teil schon mal geschafft. Neuer Checkpoint. Das kann uns also jetzt schon mal keiner mehr wegnehmen. Jetzt gerade mal durch die rollenden Steine durch. Unsere Lady wollen wir noch haben. Und ab geht's. Nächster Jump. Nächstes Fragezeichen mit vielen Äpfeln drin. Und weiter geht's. Oh, das war eng. Also holen wir uns gerade mal hier unsere Äpfel zurück. Und ganz oben kommt nichts mehr. Also können wir hier die Kiste kaputt machen. Jetzt sind wir super stark. Jetzt können wir einfach durchlaufen. 3 von 3. Wie 2 von 3 nur. Wo haben wir denn hier eine Lady vergessen? Die brauchen wir aber. Wenn wir die nicht haben. Wenn wir die nicht haben, dann schaffen wir das ganze Level nicht. Also beziehungsweise dann kriegen wir nicht genug Kisten. Das Level an sich würden wir schon schaffen. Jetzt ist es halt die Frage, ob wir da nochmal irgendwie weit genug zurückkommen, um an diese Lady zu kommen. Wo könnten wir die denn übersehen haben? Weil ich meine, Kisten haben wir ja eigentlich alle mitgenommen, dachte ich. Gucken wir einfach nochmal nach. Ob wir irgendwo was finden. Ich darf halt nur nicht abstürzen jetzt. Weil wir sonst wieder am Checkpoint landen. Also hier haben wir definitiv alles mitgenommen. Ich habe jetzt hier keine einzige Kiste gesehen, die irgendwie noch fehlen würde. Und zerstört haben wir eigentlich auch keine Kiste. Müssen wir vielleicht das TNT noch auslösen? Weil ansonsten ist hier halt nichts mehr, ne? Was man noch irgendwo hätte irgendwie jetzt mitnehmen können. Hier kommt auch nichts mehr bei raus. Ja, wo ist sie denn jetzt, die Lady? Ah, da ist noch eine Kiste. Aber das ist auch keine Lady-Kiste. Ah, das sind nur die Äpfel, die wir jetzt nochmal wiederbekommen, oder was? Ei, das sollst du doch nicht machen. Das war jetzt nicht sehr nett. Heute will's einfach nicht. Passt mal auf, wir springen das doch mal sortiert durch. Ich meine, Äpfel haben wir wirklich genug.
Aber ich will ja mehr als Äpfel haben. Hopp, 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 hopp. Mir fehlt eine Lady. Mir fehlt eine Lady. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade echt nicht. Weil wir haben einfach alle Kisten mitgenommen. Ich wüsste es nicht, wo wir da noch eine Kiste hätten vergessen können. Gut. Dann müssen wir es so weitermachen. Das hilft ja nichts, weil woher nehmen wir nicht stehlen? Wenn sie nicht da ist, ist sie nicht da. Also, gehen wir einmal nochmal durch, schmeißen ihn hier gleich weg. Damit können wir halt das Bonuslevel nicht machen und können nicht alle Kisten machen. Das ist leider schade, das ist ungünstig. Vor allem von diesem verrückten Professor-Gehilfen. Da fehlt uns halt auch einer. Wobei, ne, den haben wir jetzt hier. Können wir zumindest das nächste Bonus-Level machen. Oh ja, natürlich, mit TNT. Da ist er anscheinend nicht weit genug gesprungen. Pass mal auf, dann müssen wir das jetzt, dann machen wir das mit A nochmal. Mit A springen. Ja, fast. Ja, fast, sagt er. Ist nicht ganz einfach, der Teil. Halt unter diesem blöden Block wieder rauszuspringen. Das ist so ein bisschen das Knifflige dabei. Aber das schaffen wir noch, oder? Schaffen wir das noch? Das schaffen wir doch bestimmt noch. So. Okay. Da bin ich jetzt einfach zwischendurch gerutscht. Aber was wären wir denn, wenn wir das nicht einfach versuchen würden, bis wir es schaffen? So, zack, 1, 2, 3. Ruck hoch damit. Jetzt müssen wir nochmal warten, bis die Kiste da explodiert ist. Okay, doch nicht. Also, so funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen, wenn wir die Kisten alle machen wollen, müssen wir ganz schnell durchspringen. Und immer nur die Teile dann rausschneiden oder rauswirbeln, die wir da tatsächlich an der Stelle auch brauchen. Ich finde diesen ersten Teil, den finde ich echt schwierig. Weil du rutschst halt auch sofort von den Kisten ab. Wenn du die nicht hundertprozentig triffst, rutschst du über die Kante runter. Geht das eigentlich hier auf unsere Leben? Nee, ne? Okay, den Teil haben wir geschafft. So, 3 Leben Bonus. Und da müssen wir jetzt halt wirklich wirbeln. Zack. Wirbeln. Okay, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil wir da trotzdem dann das TNT mit anwirbeln anscheinend. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir dann trotzdem die Kisten bekommen. Ich springe immer einmal zu früh los, ne? Wenn der auf die Kiste aufkommt, dreht er sich ja, aber ich müsste dann tatsächlich nochmal hochspringen vorher, bevor ich dann weitergehen kann. Einmal runter, wieder hoch, runter und hoch, zack, zack, zack. So, ganz entspannt. Und da hauen wir jetzt einfach ab. Und wir haben nicht alle Kisten. Wir hatten nicht alle Kisten und wir haben es leider nicht geschafft bis zum Ende. Aber machen wir es jetzt noch, dann haben wir wenigstens unsere Bonusleben. Aber ihr seht, mit der Übung kommt man doch langsam hin. Ab hoch damit, drüber und ab dafür. So, ah ne, doch 17 von 17. Wenn sie explodieren, zählen die trotzdem. Das heißt, wir haben 6
Bonusleben und 17 Kisten on top. Nur dadurch, dass wir halt dieses andere Bonuslevel jetzt nicht mehr bekommen, kriegen wir halt nicht alle Kisten. Das finde ich, ich finde es echt schade eigentlich. Jetzt haben wir so ja sogar weniger Kisten als vorher, weil uns halt dieses Bonuslevel, dieses andere fehlt. Oh, das gibt wieder Schläge. Das gibt wieder Schläge für den armen Bandicoot. Einunddreißig Kisten. Dafür gibt's aber wenigstens eine Errungenschaft. Ja gut, okay, wenn das halt das Bonuslevel dann nicht kommt, keine Ahnung, dann machen wir halt erstmal weiter. Wie gesagt, Zeit machen wir jetzt erstmal nicht. Wir gehen jetzt einfach nur die Level durch. Und Hog Wild, das heißt, wir reiten ein fucking Wildschwein. Da los. Hopp, gerade mal die ganzen Kisten eingesammelt und jetzt auch noch auszuweichen. Oh, jetzt beide Kisten. Kriegen wir beide Kisten? Wir kriegen beide Kisten. Ein Checkpoint haben wir schon mal. Dann rüberspringen. Hopp. Und wir sind. Können wir theoretisch. Wir müssen an denen ja irgendwie vorbei, ne? Also wir können es, ich glaube nicht, dass wir so umlaufen können. Dann müssen wir irgendwie, wenn wir nicht drüber kommen, müssen wir versuchen vorbeizukommen. Was ja durchaus schon mal ganz gut funktioniert hat. Ah, shit. Da hat er gerade in der letzten Sekunde gezuckt, ne? Habt ihr das gesehen? Schön nochmal zeitlich vorbei. Dafür brauchen wir übrigens dann unsere Bonusleben. Dass wir die Level dann auch auf jeden Fall schaffen. So, einmal links vorbei, drüber gesprungen. So, da nochmal links vorbei mit Sprung. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Sprung unbedingt brauchen. Rechts, links. Okay, das klappt da auf jeden Fall rechts vorbei mit Sprung nicht. Vielleicht können wir uns irgendwie, können wir uns langsamer machen? Ne, können wir auch nicht. Wir könnten höchstens versuchen, wenn wir da sind. Ah, jetzt habe ich eine Kiste verpasst. Seht ihr, da war es ganz gut, dass wir nochmal zurück sind. Ich bin ein bisschen überfragt gerade. Vielleicht, wenn wir dann tatsächlich einfach hochspringen und links vorbeigehen direkt. Gleich links drüber. Da haben wir es auf jeden Fall geschafft. Und ab zum nächsten Checkpoint. Nochmal rüber, links. Und dann eine schnelle Links-Rechts-Kombi. Ah, kommt schon wieder so ein hässlicher Typ. Einmal rüber noch. Boah, das war. Shit. Siehst du, da hätten wir unten drunter durchgepasst. Also. Auf ein neues. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. So, wo gehen wir jetzt hier vorbei wieder? Jetzt gehen wir hier wieder rechts vorbei. Einmal drüber. Über den drehenden Braten. Das ist quasi ein Rollbraten, ein Drehbraten. Das ist halt schon clever, dass sie das so gemacht haben, dass ist halt ein bisschen die Abwechslung drin, ne? Shit. Ganz knapp vor dem Ende, vor unserem Diamanten, vor unserem Kristall nochmal abgeschmissen worden. Aber dann schaffen wir das jetzt wenigstens. So, alle Kisten. Habe ich da gerade nach links gezogen nochmal? Oh Gott, schon wieder nur noch 17 Leben. Wir brauchen irgendwie ein Bonuslevel noch. Dass wir hier nochmal ein paar Leben auffüllen können. Also, wir gehen rechts vorbei und links vorbei. Und dann gehen wir jetzt hier gerade nochmal rechts vorbei. Springen drüber. Bleiben unten. Und wir haben wieder 100 Äpfel, das heißt, es gibt wieder ein Bonusleben, rechts vorbei. Und diesmal ohne einen. Doch mit Kristall, okay, er war jetzt einfach nur nicht da. Eben wurde nämlich noch ein Ziel angezeigt. Und einen Schlüssel, den haben wir jetzt nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob wir den dann bekommen würden auf dem Level oder ob das war, glaube ich, nur die Gesamtübersicht, ne, die wir da gerade gesehen haben. Dann gucken wir doch einfach mal im Native Fortress, was da auf uns wartet. Wenn wir zu oft verlieren, können wir nach Checkpoints Ausschau halten. Das machen wir doch sowieso schon.
Jetzt holen wir uns erstmal hier unsere Lady und unsere ganzen vielen Äpfel, die wir so haben. Und wir müssen... Hopp! Hochspringen. Und Hauruck. So, du gehst mal weg. Das war der Fehler. Jetzt kommen wir nicht mehr an unseren Umpa Wumpa. Wir müssen quasi die Schildkröte so anspringen, dass sie genau unter der Kiste liegen bleibt. Also machen wir dasselbe am Anfang gerade nochmal. Ganz viele Äpfel. Und jetzt erstmal wieder so eine schöne Jumpkiste. Und noch einmal. Jetzt müssen wir warten, bis der Schildkröte unter dieser Kiste ist. So, brauchen wir euch? Ne, ich glaube nicht, ne? Den Affen brauchen wir auch nicht. Oh, wow, ja. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, dass wir nicht irgendwas kaputt machen, ne? Dadurch, dass wir die dann irgendwo hinschießen. So, erstmal einen Checkpoint holen. Erstmal einen ganz gemütlichen Checkpoint holen. Über unsere Stachelbarrieren drüber. Und wir kriegen nochmal ein Gesicht. Ein Lady-Gesicht. Ruck hoch da und angesprungen. Na komm. Au. Au. So, gerade mal die Ebenen hochgesprungen. So, jetzt so schnell, dass wir die nicht wieder verlieren. Und hopp. Das war wieder zu kurz. Ich höre dann immer rechtzeitig auf, nur dieses rechtzeitig ist leider zu rechtzeitig. Und nochmal mit Schwung. Hopp. Jetzt haben wir zumindest die ganzen Äpfel schon mal. Die wollte ich noch haben. Jetzt müssen wir uns nur noch einmal wieder hochspringen. Und dann können wir nämlich drüben ganz geschmeidig weiterlaufen. Ein letzter Sprung. Und hoch zum Checkpoint. Was offensichtlich nicht ganz ausgereicht hat. Aber deswegen haben wir den Checkpoint ja hier. Hopp. Und du gehst da lang. Ja, toll, danke. Das hat zum Glück fast funktioniert. Ich springe immer zu kurz ein bisschen. Oh, der Schwanz der Schildkröte, der ist leider auch gefährlich. Dann müssen wir halt jetzt einmal rüber und direkt wirbeln. Und da machen wir einen kurzen Stopp. Hopp, rüber zu dem Affen. Können wir da Pause machen zwischendrin? Also können wir ja. Wir können kurz drauf springen. Ach, komm schon. So, hau ruck. Boah, gerade so geschafft, habt ihr es gesehen? Das war echt knapp. Das war gerade richtig knapp. Müssen wir noch bei dem Stachel hier aufpassen, dass wir da nicht noch kaputt gehen. Checkpoint erreicht, zwei Äpfel erreicht. Langsam wird es echt ein bisschen kniffliger. Und hoch, rüber. Das geht relativ geschmeidig. Und da im letzten Moment nochmal abspringen. Kriegen wir noch irgendwas hier? Nö, ne? Dann hauen wir den mal weg. Und an den Stacheln wieder vorbei. Ja, genau. So. Dann warten wir jetzt einmal kurz ab.
Gut, haben wir, glaube ich, jetzt eine Bonus-Level haben wir jetzt verschenkt, aber dann ist es jetzt halt einfach mal so. So, Affe weg. Solange wir mit dem Rest einigermaßen durchkommen. Yeah, unser letztes Gesicht und wir kriegen unsere Lady. Und mit der Lady holen wir uns jetzt 5 Kisten hier ab. Na, kommt nichts mehr nach. Also 3 von 5 Kisten. 4, 5, ciao. Alle Kisten erledigt, Bonuslevel geschafft. 2 Leben, 3 Äpfel. Jetzt haben wir 23 von 48 Kisten. Holen wir uns gerade mal unsere Ebene zurück. Und springen hier wieder so Stück für Stück nach oben. Das ist halt immer so mit ein bisschen nach unten fallen, wieder hochspringen verbunden. Wow. Ein Apfel fehlt mir noch. Genau, den haben wir jetzt. Und jetzt können wir rübergehen zum nächsten. Könnten wir, wenn wir es schaffen würden. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Seid ihr auch zuversichtlich? Das sollten wir doch schaffen. So, passt mal auf. Ebene wieder zurückholen. Auf unser Trampolin. Rüber. Und jetzt müssen wir halt die ganzen Äpfel erwischen und trotzdem wieder richtig auf unsere Trampolinkiste landen. Da ist es ja ganz gut, dass wir da an der Stelle nicht sterben, sondern einfach wirklich auch mal runterfallen können. Da müssen wir uns nur wieder hocharbeiten, aber das finde ich ist nicht so schlimm, wie wenn du dann komplett dein Level oder den Levelabschnitt nochmal neu machen musst. Hopp. Ja, genau. Guck mal, jetzt haben sie es hier links außen hingemacht. Oh, geschafft. Geschafft. Und jetzt nochmal nach drüben. Mit Schwung und viel Speed und Sprung und weißt du, ne? Alles, was halt so dazugehört. So, die letzten 2 Äpfel haben wir auch geschafft. Und jetzt haben wir auch unseren nächsten Checkpoint erreicht. Dafür haben wir ihn nämlich mitgenommen, den Checkpoint, dass wir hier einfach vor der Schildkröte aus lauter Panik wieder runterkommen können. Da haben wir die Äpfel so geholt, dass uns hier unsere fleischfressende Pflanze nicht gefährlich wird. Und du gehst auch einmal weg. Boah, da müssen wir jetzt, pass mal auf, die schleudern wir jetzt aber weg. Weil, und wir schaffen es trotzdem nicht. Also gut, dann eben nochmal. Nochmal die Äpfel schnell rausgeholt. Ein Bonusleben. So, jetzt warten wir mal auf unsere Kohlegrube. Okay, 1, 2, runter, rüber. Und jetzt schnell rüber zum nächsten. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier und aufgehört. Wow, haben wir zum Glück beide auf einmal geschafft. Jetzt müssen wir nur wieder für unsere Glutnester, Kohlegruben, wie auch immer man sie nennen möchte, aufpassen. Und Checkpoint. So, solange wir jetzt kein Feuer haben, können wir rüber und können erstmal unseren Affen wegschicken. Kacke, genau oben, genau im letzten Millimeter sind wir dann doch noch erwischt worden. Also warten wir mal, bis es gezuckt hat, bis es runterkommt, springt dann drüber. Jetzt gehen wir mal gleich drüber. Und da springen wir. Boah, da wollte sie gerade zu uns, die fleischfressende Pflanze. Die hat schon richtig Bock, die hat schon richtig mal sich die Stachelzähne geleckt. 18 Leben haben wir wieder. Jetzt müssen wir gerade mal hier auf unsere Grube warten. Die Level werden immer länger, ne? Habe ich so das Gefühl. Am Anfang waren die noch ein bisschen kürzer. Und da müssen wir schneller springen anscheinend. Da müssen wir irgendwie schneller springen. Ach, komm schon. Da bin ich jetzt 1 zu weit gelaufen und ein bisschen ins Rutschen geraten. Das wollte ich so natürlich nicht. Machen wir halt das Beste draus.
So, jetzt können wir springen. Hopp, schön einmal oben drüber. Und den Rest. Boah. Geschafft. Da hätte ich jetzt wirklich gerne einen Checkpoint. Einmal kurz durchatmen, warten bis das Feuer aus ist und rüberspringen. Das ist halt echt ein langer Teil, den wir überbrücken müssen. Und gleich rüber, dann schafft man das auch. So, hier sind wir jetzt erstmal wieder einigermaßen sicher. Dann müssen wir uns nur unsere Ebenen wieder zurechtwirbeln. Dass wir bis nach oben kommen. Eieiei, hier ist ein Wirbelwind. Und gleich mal 4 Leben on top dazu bekommen. Oh je. So, hört mal, Äpfel hier drüben. Und jetzt die Äpfel hier. Einer fehlt mir. Komm schon. Muss ich den von hier drüben machen? Und einmal wieder unten gelandet. Wenigstens haben wir aber so die Äpfel bekommen. Bei den Kisten müssen wir mal schauen. Da werden wir wahrscheinlich auf die Kisten drauf springen. Von oben dann. Und die dann nach und nach nach unten hin einsammeln. Allerdings geht mir dann halt hier meine Sicherung ein bisschen flöten. So, genau so meine ich das nämlich. Und da war ich wieder etwas zu knapp nebendran. Aber dafür machen wir das ja hier, ne? Das ist eine gute Übung. Mit dem Springen, mit dem Wirbeln. Und jetzt müssen wir hier nur links von dem nächsten Block. Hier müssen wir jetzt gerade mal die ganzen Äpfel erwischen. Und dann bis ganz nach drüben kommen. Und da haben wir auch wieder Äpfel links. Ein Zusatzleben. Und Äpfel rechts. Allerdings haben wir schon wieder 11 Kisten übersehen. Da muss es irgendwo noch. Da muss es ja noch irgendwo eine Möglichkeit geben. Welche Äpfel haben wir denn nicht mitgenommen? Welche Kisten haben wir denn nicht mitgenommen? Ich sehe auch gar keine, ne? Die ich dann irgendwie verpassen könnte. Das ist so ein bisschen das, wo ich Schwierigkeiten dabei habe. Wenn ihr also welche seht, die ich vergesse, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Und wir sind auf der anderen Seite von der Insel, oder? Ne, wir sind auf der nächsten Insel. Ich glaube, das ist die nächste Insel, die wir gerade machen können dann als nächstes. Ich weiß nicht, ob wir dieses andere Bonus-Level dann vielleicht unter bestimmten Voraussetzungen nur machen können. Weil ich konnte jetzt ja zum Beispiel auch gar keine zusätzlichen Gesichter einsammeln, um in ein nächstes Bonus-Level eventuell zu kommen. Aber gut. Ich würde sagen, wir belassen es dabei erstmal, fangen dann die nächste Insel das nächste Mal an. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.